Und wir sind jetzt bei einer Veranstaltung am 9. März in Fürstenberg, ein Ortsteil von Eisenhüttenstadt für all diejenigen, die sich hier nicht so auskennen, aber bald hier sein werden, denn es gibt Hard Rock hier in Fürstenberg bei Schleicherz. Und wir haben jetzt zwei Veranstalter hier von der Rockhütte. Ihr seid insgesamt vier Leute. Wir sind vier Leute. Die so ein bisschen organisieren, ne? Ja. Und ihr seid wieder in Vorbereitung. Ja. Was gibt's diesmal? Ja, wir haben am 9.3. Buckwheats aus Erfurt, relativ bekannte Band. Also und in der Szene ist ja, Band, ja. Leecher aus Aachen, die machen so Stoner-Rock, Alternativ-Rock. Und Iron Horses von der Küste aus Mecklenburg, Rostock. Ja, machen auch harten Rock. Ja. Gibt es da verschiedene Richtungen jetzt, die am 9. stattfindet? So sind da mehrere, ne? Die da, naja, Stoner-Rock, Alternativ-Rock und normaler Rock. Also für alle, die Rock mögen, ist so ein bisschen unterschiedlich. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Wir haben immer so, versuchen mal so eine gute Mischung hinzukriegen, sagt man immer so, ne? Dass es nicht zu eintönig ist, also dass sich, sag mal, die Bands alle so zu sehr gleichen und aber so dann immer ein bisschen unterschiedlich ist, dass jeder, der hinkommt, für jeden Geschmack ein bisschen was dabei ist. Ihr macht das im Gesellschaftshaus Schleichers schon relativ lange, ne? Weil wir es gibt ja kaum eine Möglichkeit, wo anständig ein paar Leute reinpassen. Genau, ne? Ja, das ist schwer mittlerweile eine Location zu finden, wo Leute reinpassen und wo preismäßig noch einigermaßen für uns händelbar ist, weil das ist unser Hobby, wir machen das nicht als Geschäft oder so. Ja. Ja. Also man muss auch dazu sagen, also Geld verdienen ist damit nicht, also ihr schmeißt alles in die Veranstaltung rein, damit die Hardrock mögen, noch Spaß haben. Genau. Viele Möglichkeiten gibt es tatsächlich nicht hier in der Region, ne? Oder kennt ihr noch andere? Nee, ne? Nee, eigentlich passiert in Sachen Rock, Hardrock, Metal oder so, passiert hier relativ wenig, gerade im Umkreis. Wie war die letzte Veranstaltung? Wer war da? Die letzte Veranstaltung war im November. Da hat man ein paar Doom-Metal-Bands, nennt sich das so. Ja, war auch gut besucht. Können uns nicht beklagen. Wie macht man, also eigentlich kann man ja sagen, Mensch, was soll das? Also ich lege mich zurück. Also ihr seid ja, sag mal, ihr seid ja auch nicht mehr die Allerjüngsten. Was treibt euch da an, noch so eine Veranstaltung zu machen? Ist das wirklich die Liebe zu diesen? Die Liebe zur Musik und der Spaß daran, was zu organisieren. Guck mal ein Stückchen rein, das ist verschwunden. Ja, die Liebe zur Musik, Spaß daran, das zu organisieren. Ja, mit Bands zusammenzukommen, teilweise internationale Bands auch. Und ja, wir haben dieses Jahr unser fünfjähriges Bestehen. Wie ist diese Möglichkeit? Das weltweite Web, Facebook hat man ganz viele. Und wenn man dann irgendwann mal die Kontakte hat, dann kommen auch die Manager, die Booker von den Bands alleine auf ihn zu und sagt, Mensch, ich hab da was und wie wär's denn und hört mal rein. Und aber so. Es ist ja sehr, sagen wir, auch finanziell nicht einfach. Also die Bands müssen anreisen, die müssen untergebracht werden. Mhm. Die wollen auch ein bisschen Geld verdienen. Die machen es ja auch nicht nur aus Spaß an der Freude. Die haben sicherlich auch Spaß an dieser Freude. Aber trotz alledem muss man ja wollen sie auch Geld haben. Wie schafft ihr das? Wie organisiert ihr wirklich diese Finanzierung? Gibt es da Sponsoren da? Oder? Nee, Sponsoren haben wir nicht. Leider nicht. Aber das ist alles handelbar. Und durch einen Eintrittspreis, durch den Verkauf denn da von Getränken und so oder Ausschank durch Getränke, das finanziert sich dann schon. Das kriegt er dann, okay. Und wie gesagt, man macht da keinen Gewinn groß, gar nichts. Und wenn man Gewinn ist, das wird gleich investiert wieder. Wir wollen ja auch die Preise halten, wollen ja nicht unmöglich teuer werden. Und das wird alles investiert und ja, so schaukeln wir uns durch. In welchen Abständen macht ihr diese Veranstaltung, diese? Wir machen es dreimal im Jahr. Letztes Jahr haben wir sogar viermal gemacht. Zwischendurch noch so kleinere Veranstaltungen. Wir haben letztes Jahr unseren ersten Rockdampfer gemacht. Also wir haben diesen Schaufelraddampfer da gemietet und da hat eine Band drauf gespielt. Ja, ist sehr gut angekommen, wollen wir dieses Jahr auch wieder machen. Ja, aber generell ist so angesagt drei, allerhöchstens viermal im Jahr. Also am 9. März Auftakt eigentlich in diesem Jahr. Genau. Also dann gibt es noch, habt ihr schon für das nächste schon Ideen, was da kommen soll? Die nächste Veranstaltung ist dann im Ende Mai, 31. Mai, 1.6. Das ist unser Fünfjähriges. Da machen wir es ein bisschen größer.
mit ein paar mehr Bands und ja, so, wird auch Open Air sein, denke ich mal. Über zwei Tage als Open Air, mit mehr Bands, fünf Bands mindestens. Ja, das ist alles in Planung, ist auch alles schon in Sack und Tüten. Ja, da haben wir unser fünfjähriges Bestehen und im November, wie gesagt, da haben wir dann unser drittes Konzert. Und dann wird er nochmal aufs Schiff oder was? Das machen wir im Sommer. Danach ist dann wieder Schiff. Ja, das, also schon mal anmelden. Das ist auch schon, ja, auf den Dampfer passen nicht so viele rauf, deswegen ist das immer relativ schnell. Wo kann man sich kundig machen bei euch, wie, mit den Karten, wie funktioniert das? Online? Wir haben Flyer, die liegen auch überall und Facebook, Instagram, da findet man uns. Ja, die normalen Verkaufs- Rockhütte. Und der Rockhütte findet man euch. Es gibt es bei der Tourismusinformationkarten, bei Tränkereschke, bei der Besucherinfo in Neuzelle. Dann steht auch eine spezielle Nummer immer oben, findet man alles. Also am 9. März, wann ist Einlass? Wann geht's los? 19 Uhr ist Einlass, 20 Uhr ist Beginn. Hm. Bei Schleichers, also im Ortsteil Fürstenberg von Eisenhüttenstadt. Also wer dann dabei sein will, ja, wünsche ich ja viel Erfolg. Und ich wohne da ganz in der Nähe, ich höre es dann immer. Dann kommt vorbei. Ja, ich bin zwar nicht mehr in dem Alter, aber was als Rock ist, glaube ich, bis zum Ende, oder? Bis man nicht mehr kann. Was. Das ist altersmäßig völlig unabhängig. Wir haben junge Leute, wir haben ältere Leute, Leute in unserem Alter. Das ist auch völlig, völlig unabhängig. Okay, bedanke mich für die Informationen, wünsche euch viel Erfolg. Am 9. März um 20 Uhr, also dröhnt es. Genau, richtig. Und Krach gemacht. Okay, ich hoffe, wir sind dabei. Ciao.